Lass uns einen Schritt weitergehen, Alena, denn du hast ja am nächsten Tag gesagt, ey, das war ein Abschied für immer. War es ein Abschied für immer? Guten Tag und willkommen zu einem neuen Video und heute zum offiziellen letzten Princess Charming Video des Jahres, also bezogen auf die Reihenfolge der Folgen, denn wir beschäftigen uns heute mit dem großen Wiedersehen und wir beschäftigen uns mit der Frage, was ist eigentlich danach passiert, wie ist es ausgegangen, gibt es ein Update zu Daisy und Alena und all das, was heute im Wiedersehen passiert ist, werden wir hier zum Teil in jedem Fall besprechen und aufklären. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich sage gleich vorab, ich freue mich nicht nur auf euer Feedback, aber ja, wir können ja auch munter diskutieren. Ihr müsst euch, wenn ihr meine letzten Videos nicht verfolgt habt und wenn ihr auch meine Interviews nicht verfolgt habt, das Wiedersehen in jedem Fall komplett bei RTL Plus angucken, denn ich habe mich ehrlich gesagt auf die Sachen fokussiert, die wir im Rahmen meiner letzten Berichterstattung einfach noch nicht thematisieren konnten, weil es eine Art Geheimhaltung gab etc. Also der Link zu Princess Charming, den findet ihr in der Infobox. Guckt es euch auf jeden Fall an. Es ist natürlich deutlich ausführlicher. Und ich beschränke mich hier ehrlich gesagt nur auf zwei Themen. Und ich werde euch auch nochmal im Detail erklären, warum. Und zwar, was ist bei Daisy und Elena passiert und was ist bei Elsa und Madeleine passiert. Das hat einen einfachen Grund, weil die Statements zum Beispiel von Natalie, von Nina, das war eigentlich eins zu eins auch so ein bisschen das, was ich hier bei mir thematisiert habe in den Interviews. Also das hätte jetzt ehrlich gesagt also aus meiner Perspektive keinen Sinn gemacht, das jetzt hier nochmal zu zeigen. Aber guckt euch das Wiedersehen, wie gesagt, gerne an. Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel diese Interviews nicht gesehen hat, finde ich, das ist ein gutes, spannendes Wiedersehen. Also man hätte jetzt natürlich diese endlosen Rückblicke, hätte man jetzt darauf verzichten können, weil haben wir ja nun alle gesehen, verstehe immer nicht, warum man das macht und warum man das einfach also immer wieder so streckt. Verstehe ich persönlich nicht, aber das ist natürlich immer eine individuelle Geschmackssache. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man Lilly da zum Beispiel eingeladen hat und zum Beispiel nicht, weiß ich nicht, wie hieß sie gleich, komm nicht drauf, mit A, wie hieß sie denn, nicht Arsena? Ihr wisst, wen ich meine, ich komme gerade nicht drauf. Oh mein Gott, ich habe immer so ein Problem mit Namen. Weil ich einfach den Eindruck hatte, dass Lilly ja jetzt zum Beispiel gar nicht so ein großes Thema in der Staffel war. Und ich finde halt beim Wiedersehen macht es schon irgendwie mehr Sinn, Leute einzuladen, die irgendwie auch wenigstens teilweise eine Geschichte hatten. Ich meine natürlich Aizun. Ja, jetzt hatte Aizun natürlich auch nicht eine große Story mit Madeleine oder so, aber das hätte ich noch eher nachvollziehen können als Lilly, weil Lilly ja gar nicht so viel inhaltlich beizutragen hat. Aber auch da, ne, ich meine, das sind Entscheidungen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier einfach mal der Reihenfolge nach, so wie ich mir das vorher ausgesucht habe. Und wir steigen mal direkt ein ins Geschehen. Und das ist die Frage, was ist eigentlich bei Daisy und Elena passiert? Erzähl, wie geht's dir? Mir geht's gut, auf jeden Fall. Hab das Ganze auch sehr gut verdauen können und ja, hatte eine schöne Zeit, auf jeden Fall da. Wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal gesehen, Madeleine und Daisy? Die Frage an euch beide. Ja, in Thailand haben wir uns das letzte Mal gesehen. Und ist dann danach noch irgendwie kommuniziert worden? Ja, wir hatten tatsächlich danach Kontakt. Nicht direkt danach, es hat tatsächlich ganz schön gedauert. Aber dann ja, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen haben wir das erste Mal miteinander telefoniert und haben ja viel gequatscht, so ein bisschen ausgesprochen, in Anführungszeichen, reflektiert. Wer hat wen zuerst kontaktiert? Ich. Also ich habe den Kontakt zu Madeleine gesucht. Auch öfters, auf jeden Fall. Wenn du sagst, öfters hat sie erstmal nicht reagiert. Sie hat erstmal nicht reagiert, aber ich bin trotzdem am Ball geblieben, weil es mir sehr, sehr wichtig war, nochmal mit ihr zu reden. Mhm. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, diese Erkenntnis hat ja letztendlich niemanden überrascht. Also ich glaube, dass man irgendwie auch mit fast allen Kandidatinnen irgendwie nochmal so ein bisschen in den Dialog geht nach der Staffel, wenn man irgendwie noch Anknüpfungspunkte hat. Okay, die jetzt relativ zu Beginn rausgeflogen sind, bei denen jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber gerade bei dieser Daisy-Thematik war mir auf jeden Fall schon klar, dass die jetzt unabhängig vom Wiedersehen einfach nochmal das Gespräch miteinander suchen und weiß ich nicht, einfach nochmal ja, so die Dinge besprechen, wie sie ausgegangen sind. Das war ja nun trotzdem ein relativ abrupter Ausstieg von Daisy. Und man hat ja auch einfach gemerkt, dass Madeleine da sehr emotional involviert war. Insofern
ist das, diese Information jetzt für mich ehrlich gesagt keine neue Erkenntnis. Finde es aber natürlich trotzdem spannend, das einfach nochmal so ein bisschen zu hören. Warum musste sie quasi immer wieder neu ansetzen? Warum hast du nicht sofort reagiert? Ich weiß nicht, wahrscheinlich denkt man jetzt einfach, weil ich keinen Bock hatte nach dem Abgang, aber tatsächlich war das einfach, weil ich grauenvoll in WhatsApp und Internetkommunikation bin. Ich bin im falschen Jahrhundert geboren. Eigentlich hätte ich gerne einfach so ein Drehscheibentelefon. Und eine Brieftaube. Brieftaube, even better. ja, und deswegen war das so ein bisschen vielleicht unterbewusst. War da vielleicht auch so eine kleine, wie würde das sein, wenn man miteinander redet? Weil ich ja offensichtlich schon ein sehr großes Interesse an Lisi hatte. Und das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die letztere Antwort so ein bisschen eher die Wahrheit ist, weil jetzt irgendwie zu sagen, ja, ich bin jetzt nicht der Internetkommunikationsmensch so richtig. Also ja, ich verstehe schon, dass viele Leute vielleicht jetzt als Beispiel nicht so krass und intensiv am Telefon hängen, wie ich jetzt zum Beispiel, weil ich das ja irgendwie auch beruflich nutze. Ne? Jeder Mensch ist da ja so ein bisschen anders, aber sie hat ja scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Anfrage gesehen. Also wenn es jetzt als Beispiel eine Nachrichtenanfrage bei Instagram war und war vielleicht einfach noch nicht bereit zu dieser Zeit, weil man kann ja sagen, wenn man jetzt nicht der Internetkommunikationsmensch ist, man sagt, hey, pass auf, wir können gerne telefonieren oder wir treffen uns, wenn ich mal in Köln bin oder wo auch immer. Also, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es geht ja gar nicht darum, dass man eine Konversation im Internet führen muss, aber ich glaube einfach, dass sie ja auch noch gar nicht in dieser Situation war, wo sie da wirklich das Bedürfnis danach hatte, weil natürlich auch einfach danach diese Geschichte mit Elsa ja sich erstmal entwickeln musste und so viele Eindrücke auf einmal kann man vielleicht irgendwie gar nicht, was heißt verarbeiten? Ich glaube, das ist schwer verarbeiten und wenn man auch gerade so eine emotionale Connection hatte, gerade irgendwie auch mit Desi und dann jetzt sich irgendwie für Elsa entschieden hat und ich es übrigens super spannend gefunden hätte, nur mal so, wenn als Beispiel Desi und Elsa im Finale gewesen wären, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt gar kein Bauchgefühl dafür, wie die Entscheidung ausgefallen wäre, dann können wir uns auch vielleicht vorstellen, warum sie vielleicht erstmal in Wirklichkeit dieses Gespräch nicht suchen wollte und das ist auch ehrlich gesagt total legitim. Also sie hätte ja auch dieses Gespräch überhaupt gar nicht führen müssen, das muss man auch einfach mal sagen. Ne? Das ist ihre freie Entscheidung, sie hätte das nicht tun müssen. Und ja, jeder entscheidet es natürlich so für sich selber, wann der richtige Zeitpunkt ist. Lass uns einen Schritt weitergehen, Alena, denn du hast ja am nächsten Tag gesagt, ey, das war ein Abschied für immer. War es ein Abschied für immer? In dem Moment hat sich das für mich sehr stark nach einem Abschied auch angefühlt, weil ich quasi einfach schnell damit abschließen wollte und ich das auch gar nicht mehr so präsent in dem Moment haben wollte, eben weil ich den Fokus auf Madeleine legen wollte auch. Und ja, da war für mich ganz klar, ich muss damit jetzt quasi abschließen in dem Moment. War es denn dann ein Abschied für immer? Wie ist euer Beziehungsstatus? Seid ihr zusammen? Ja, sind wir. Ihr seid zusammen, ihr seid ein Paar. Hey. Ich glaube, dass sie beide ein Paar sind, ist jetzt für uns auch nicht so krass überraschend. Also es wurde ja in den letzten Monaten sehr spekuliert. Da gab es auch mal dieses Reel oder dieses TikTok, was da gepostet wurde. Ich wusste das natürlich, ja. Also das hat auch den Grund gehabt, jetzt kann ich offen darüber sprechen. Ich wusste das schon zum Zeitpunkt des Desi-Interviews nach Folge 3. Und ich wusste es natürlich logischerweise dann auch im Alena-Interview. Und klar, also es durfte halt nicht thematisiert werden, weil das fürs Wiedersehen aufgehoben werden sollte. Und dann haben ja nochmal welche gefragt, warum das zum Beispiel bei Rahel thematisiert werden durfte und hier nicht, weil Rahel ja keinerlei Bindung mit Madeleine hatte. Also den damaligen Beziehungsstatus von Rahel im Wiedersehen zu verkünden, hätte halt überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil sie eh keinen Bezug hatte zu Madeleine und das deswegen auch für das Wiedersehen keine Relevanz hat. Unabhängig davon ist es bei den beiden ja leider eh schon wieder vorbei. Aber das nur mal ganz kurz für euch zur Erklärung. Das hatte den Grund, warum ich es bei Desi nicht thematisiert habe, warum ich es bei Alena nicht thematisiert habe und warum ich es aber bei Rahel thematisieren durfte. Und ich freue mich. Also ich finde, die wirken happy miteinander. Ich glaube, die sind ein schönes Paar. Und ich wünsche ihnen natürlich alles Gute. Ihr seid glücklich miteinander. Aber dennoch, Madeleine, stellt man dann auch Alenas Gefühle zu dir in Frage? Eine einfach gestellte Frage, aber wahrscheinlich schwer zu beantworten. Ja, tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Ich sag mal so, wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, dann würde ich das wahrscheinlich auf jeden Fall in Frage stellen. Rückblickend wissen wir alle, dass es eine krasse Bubble da war und dass es einfach
ja, viele krasse Umstände sind, verzerrte Wahrnehmungen und so weiter. Ich weiß, es hat sich in dem Moment für uns ehrlich angefühlt und an das Gefühl will ich mich festhalten und will mich da gar nicht verrückt machen. Diese Frage finde ich auch so schwer, weil ich versuche mich natürlich irgendwie auch reinzuversetzen und ich muss mich da, glaube ich, so ein bisschen auch mehr so ein bisschen auf der Seite von Madeleine positionieren, weil ich glaube, wenn sie jetzt als Beispiel sich für Elena entschieden hätte, nur mal angenommen, ja, wäre ja diese Geschichte danach trotzdem in irgendeiner Form weitergegangen, dass vielleicht irgendwie Elena nochmal irgendwie einen Kontakt zu Daisy gesucht hätte, was irgendwie auch normal ist, weil man natürlich gucken will, okay, wie ist es denn in der Realität draußen? Man darf immer nicht vergessen, man ist in dieser Bubble, Daisy war weg, ja, und Elena konnte Daisy nicht kontaktieren. Insofern waren die Gefühle natürlich, die sich entwickelt haben, für Madeleine schon irgendwie real und auch aus meiner Perspektive authentisch, aber es ist natürlich trotzdem eine komplette Blase, weil ja diese Welt, in der man dort lebt, nicht der realen Welt entspricht. Und sobald man aus dieser Bubble draußen ist, dann ist die Situation eine andere. Also ich glaube schon, dass die Gefühle dann in der Entwicklung für Madeleine schon echt waren. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht zu Problemen hätte führen können, wenn sie sich für Elena entschieden hätte, weil Elena natürlich erstmal hätte für sich checken müssen, okay, was ist denn eigentlich mit meinen Gefühlen? Weil dann ist sie ja wieder in einer Welt unterwegs, wo alles ein bisschen anders ist als da drin. Und insofern glaube ich schon, dass es reell war und real war im Rahmen dieser kleinen, aber feinen Bubble. Danach haben Elsa und ich uns weiter kennengelernt. Und in der Zeit war ich, glaube ich, gerade ein bisschen... Also ich stelle fest, es fällt dir schwer, darüber ja. zu reden. Warum? Ich glaube, weil das, was ich halt gerade, also was wir gerade gesehen haben, die Bilder aus Bangkok, Koh Samui, das passt halt einfach nicht zu dem Gefühl, was jetzt halt jetzt da ist. Und es ging halt nicht so schön in dieser, in Anführungszeichen, Verliebtheit weiter. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen schwierig, gerade in Worte zu fassen und zu sehen. Das war jetzt nochmal die Reaktion auf diese Rückblickbilder. Und ich kann es auch verstehen. Ich glaube auch einfach, also dieses Phänomen, das haben wir irgendwie in allen Formaten teilweise. Ne? Also ich meine, die kennen sich ja irgendwie auch kaum. Und die kennen sich auch nicht in einer realen Situation. Also ich habe mich gestern noch mit einem Freund über solche Momente unterhalten. Jetzt gar nicht bezogen auf Princess, sondern so generell auf diese ganze Formatsituation und auch aufs Privatleben. So. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht schwer, sich mit jemandem gut zu verstehen in einer schönen Kulisse in Thailand, wo du Dates hast, wo du Ausflüge machst etc. Also da ist natürlich immer irgendwie ein Vibe insofern da, weil du ja schöne Erlebnisse hast. Die Frage ist aber, passt du zusammen unabhängig von diesen schönen Erlebnissen? Ja, das ist wie wenn ihr mit jemandem in Urlaub fliegt. Ich weiß, es gibt auch Leute, wo es im Urlaub irgendwie gerade kracht und im Alltag nicht, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass man natürlich auch einfach gucken muss, ob das dann in der Realität auch so ist, wenn diese ganzen Sachen weg sind. Und da die sich ja aber in dieser krassen Konstellation kennengelernt haben und eben nicht im Alltag, also das heißt, sie haben das komplett umgedreht gemacht, dann lernt man vielleicht jemanden kennen, wo man so sagt, irgendwie vibet es nicht so, irgendwie ist es außerhalb dieser Bubble gar nicht so schön, wie ich es da gefühlt habe. Seid ihr beide noch ein Paar? Ich soll? Mhm. Nee, wir sind kein Paar. Fällt dir das gerade leicht, das zu sagen? Also das Gefühl habe ich zumindest gerade gehabt, weil es kam sehr locker über deine Lippen. Wie schwer oder wie einfach fällt es dir? Es ist halt die Wahrheit. Mhm. So, ne? Also deswegen fällt es mir jetzt nicht schwer, das zu sagen an sich. Aber es ist natürlich schade, weil sie halt recht hat, so was sie gerade gesagt hat, dass man eine unglaublich schöne Reise da hatte und vielleicht nicht da anknüpfen konnte, wo man aufgehört hat in Bangkok. Mhm. Und das ist schade. Deswegen ist es zum einen schade, das zu sagen, aber zum anderen die Wahrheit deswegen leicht.
Auch das kann ich total verstehen, dass das für Elsa jetzt total leicht ist, glaube ich, auch einfach das so raus zu posaunen, weil vorher wurde ja so ein bisschen drumherum geredet und man darf ja auch nicht vergessen, lass mich mal ganz kurz überlegen, ich glaube, die Dreharbeiten waren im Mai, das war im Mai vorbei, ja, also die Dreharbeiten waren im Mai vorbei und ich glaube, ich meine, wir haben jetzt November und ich glaube, das ist irgendwie auch ganz normal, dass man dann einfach irgendwann das auch einfach sagen möchte, dass man sagen möchte, hey, es hat nicht funktioniert und man möchte ja auch einfach sein Leben dann weiterleben, ja, und ich glaube, deswegen hat sie das auch in so einer, ich will es nicht sagen Euphorie, aber so, ich glaube, das war einfach so ein kleiner Befreiungsschlag, einfach jetzt wirklich sagen zu können, hey, es hat nicht funktioniert, es war eine schöne Zeit, es hat nicht gepasst, dies, das, Ananas und einfach mit seinem Leben weiterzumachen, vielleicht auch jemanden anderen kennenzulernen, ja, weil es einfach Monate her, ich überlege mal, ganze Juni, Juli, August, September, Oktober, jetzt haben wir November, also boah, das, sowas stelle ich mir ultra anstrengend vor, ja, weil in der ersten Staffel, als Elsa dabei war, ist es ja so gewesen, dass zuerst Princess Charming ausgestrahlt wurde und deswegen es auch viel früher war. Die haben ja jetzt quasi geswitcht, Charming Boys zuerst gemacht und dann Princess Charming. Und dadurch ist natürlich auch diese Periode, wo man einfach so lange warten muss, viel länger. Und ich glaube, dass es auch echt mega anstrengend ist. Insofern kann ich das nachvollziehen, dass sie so reagiert hat. Aber für mich umso schwerer zu verstehen, denn du wolltest ihr Herz erobern. Was ist da in dir passiert, dass ihr eben jetzt nicht mehr zusammen seid? Ich glaube, da gehören zwei Menschen dazu. Das ist jetzt nicht einfach eine Entscheidung, die ich jetzt so alleine für mich getroffen habe. Ich glaube, dass man in dieser Zeit da einfach eine sehr intensive Zeit erlebt. Man macht ja auch irgendwie bei den Dates Sachen, die einen extrem zusammenschweißen für den Moment, ne? Also so Action und Sachen überwinden und das sind alles direkt Sachen, die halt eine Messlatte relativ hoch setzen. Und dann kommt man danach in so ein normales Leben und lernt so ein bisschen die Realität kennen von dem anderen und gegenseitig von sich. Und ich glaube, dass man das immer ein bisschen schwer einschätzen kann, wenn man da dann so ist. Ich finde, diese Aussage spielt auch nochmal einfach so ein bisschen auf was an, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe. Ne? Also ich meine, wir alle kennen das irgendwie auch so mit dem Urlaubsflirt. Man ist in einer gewissen Leichtigkeit im Urlaub und so dieses Ganze drumherum. Das heißt aber nicht nur, weil man dort quasi verliebt ineinander ist, ja, dass es dann irgendwie auch im Alltag funktioniert, weil man dann ja einfach den Menschen mal ganz anders kennenlernen. Vor allem auch hier ja dann quasi 24 Stunden ungefiltert, was du beim Urlaubsflirt teilweise vielleicht schon eher hast. Aber in der Sendung ist ja am Ende des Tages dann trotzdem immer nur so ein paar Stunden sind. Ne? Und ich glaube, deswegen ist das ganz normal. Das erlebe ich mir bei so vielen Formaten, dass es halt, dass das letztendlich der Grund ist, warum es einfach nicht passt. Vielleicht wäre das in so einem Format dann doch ein bisschen besser, wenn die Princess irgendwie mit in die Villa einziehen würde, dass man einfach wirklich viel intensivere Zeit miteinander verbringt und trotzdem diese Dates ausklammert draußen dann irgendwo. Ich glaube, dass es auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Dynamik reinbringen würde. Ich meine, klar, beim Bachelor, Bachelorette klappt es teilweise auch nicht. Aber das war einfach nur so ein genereller Grundgedanke von mir. Also das finde ich halt immer, ja, ich kann diese Gründe, warum es nicht funktioniert, total verstehen. Man ist halt in der ganzen Reise von Princess Charming ist man ja in wirklich so einem Bilderbuch-Ding drin. Es ist ja alles sehr märchenhaft und nicht unbedingt Alltag. Dann kommt man eben zurück in seinen Alltag und wir wohnen ja auch in unterschiedlichen Ländern, Städten, Ländern. Und das heißt, man ist dann auch noch irgendwie auf Entfernung. Das mit dieser Entfernung, muss ich euch auch mal ganz ehrlich sagen, das ist mir letztens schon eingefallen. Ich muss sagen, das finde ich irgendwie auch eine richtig krasse Frechheit, in Anführungsstrichen, von der Produktion oder vom Sender. Die wurde ja dann abgenommen vom Sender. Also ich finde, ganz ehrlich, jemanden zu casten, der noch in einem anderen Land wohnt, finde ich ehrlich gesagt No-Go. Klar, kann es sein, dass es nur für eine bestimmte Zeit ist, aber wenn es in der Situation so ist, finde ich das einfach auch noch mal schwieriger, weil du musst natürlich Zeit miteinander verbringen, um irgendwie zu gucken, passt es oder passt es nicht. Wenn du jetzt als Beispiel in, keine Ahnung, Berlin wohnst, so wie Elsa, und ich sage jetzt mal, sie würde in Köln wohnen. Köln ist ja schon eine mega krasse Reise, ja? Also das sind ja schon 5 Stunden Entfernung. Und da kommen wir wieder auf diese Thematik zurück, die ich schon immer gesagt habe mit der Entfernung. Also ich meine, die Distanz, die macht natürlich auch viel kaputt. Ich meine, dass ich in Anführungsstrichen mit meinem Freund pendeln kann, ist Glück, ja? Aber ich habe auch von Anfang an gesagt, dass das irgendwie
ja, ich glaube, so eine Option ist, die wir beide brauchen, weil sonst funktioniert das nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, eine Fernbeziehung zu führen. Ich bin zwar relativ flexibel, aber irgendwie auch unflexibel. Manchmal drehe ich unter der Woche, meistens, oft in bestimmten Phasen, in bestimmten Formaten drehe ich aber irgendwie am Wochenende. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag frei oder vielleicht Montag noch. Also wisst ihr, was ich meine? Das hätte einfach nicht funktioniert und da haben wir hier noch eine kleinere Entfernung, ne? Also das sind ja keine 5 Stunden und deswegen, weiß ich nicht, finde ich das ehrlich gesagt total strange, da überhaupt jemanden zu casten, der in einem anderen Land wohnt. Also, weiß ich nicht. Ja, kann ich, ich weiß, sagen die Leute, ja, kann man alles schaffen. Ja, ich habe auch Kommentare gelesen, dass ihr gesagt habt, ihr habt eure in der Beziehung auch schon mal jemanden länger nicht gesehen. Ja, wenn ihr vielleicht eine gefestigte Beziehung seid oder bei manchen funktioniert es auch am Anfang. Und es freut mich auch für alle, bei denen es irgendwie funktioniert hat. Aber ich glaube halt, dass es bei den meisten Leuten einfach nicht funktioniert. So. Und das ist halt, finde ich halt schwierig. Was ich halt von mir selbst sagen kann, ist, dass die Person, die wir jetzt halt so im Fernsehen gesehen haben, die Madeleine, die bin ich zwar. In meinem echten Leben ist es aber nicht unbedingt immer der Fall, dass ich funktioniere. Willst du damit sagen, bist du in ein Loch gefallen? Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt in ein krasses Loch gefallen. Aber natürlich bin ich nach mehreren Wochen mega emotionale Achterbahn erstmal komplett fertig. Und du bist jetzt genauso ehrlich, wie du es auch schon in der Staffel auf Koh Samui gewesen bist, über dein Inneres zu erzählen. Deswegen sage ich natürlich stellvertretend für viele Menschen da draußen, danke, dass ihr so offen und so ehrlich über eure Emotionen sprechen könnt, auch nach dieser verrückten Reise. Um das jetzt hier nochmal zeitlich einzuordnen, weil sie sagt mehrere Wochen, die Dreharbeit mal knapp 2 Wochen, was jetzt nicht heißt, dass ich damit sagen möchte, dass sie dann danach nicht in dem emotionalen Chaos war, das kann ich mir schon auf jeden Fall vorstellen. Was ich hier rein interpretiere, und es kann natürlich komplett falsch sein, weil es einfach nur meine Interpretation ist, wir haben in dieser ganzen Staffel auch über mentale Probleme gesprochen. Ich finde, das deutet sie aus meiner Perspektive auch schon so ein bisschen an, dass es natürlich auch in Anführungsstrichen leichter ist, wenn du in so einem Apparat drin bist. Du hast jeden Tag Dreh, es gibt ja keinen Tag Pause. Alles wird für dich gemacht. Die Klamotten in Anführungsstrichen werden jetzt zurechtgelegt, du wirst geschminkt, du wirst gestylt, du wirst dahin gefahren. Es wird gesagt, du machst jetzt dies, das, jenes. Du hast gar keine Zeit, über alles nachzudenken. Du hast keine Zeit, über dich nachzudenken. Du hast eigentlich auch keine Zeit, über dein Leben nachzudenken. Und dann ist dieses ganze Ding puff mit einmal vorbei. Und dann bist du in der Realität, dann musst du erstmal das verarbeiten, was du erlebt hast. Dann kommen vielleicht auch so ein paar Struggle mit dir wieder auf, die du vielleicht irgendwie auch vorher so ein bisschen verdrängt hast oder auch bewusst vergessen hast, weil du ja in diesem Konzept warst. Das ist ja vollkommen normal. Und dann musst du dich erstmal von der Seite zeigen, wie du außerhalb dieses Konzeptes bist, wo dir quasi jemand sagt, das ist dein Tag, das hast du zu machen, so läuft es. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Punkt ist, weil du dann auch natürlich nicht dich nochmal von der anderen Seite kennenlernst. Ich meine, sie kennt sich ja, sie weiß ja, wie sie ist, aber Elsa lernt sie dann nochmal von der anderen Seite kennen und sie lernt natürlich Elsa auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, ja. Was natürlich auch wieder so den Kreis mit dem Thema schließt, dass man ja vorher auch nur in so einer Atmosphäre war, wo man sich ja eigentlich auch nur wohlfühlen kann. In der Urlaubsatmosphäre, alles schön, bla 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 bla, so, ne? Ja, unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, dass es nur ein einziges Paar gibt, was die Liebe gefunden hat. Und das ist Daisy und Elena. Ist es schön? Ja. Ist besser als nichts, ne? Aber jetzt so von den Protagonistinnen, also wenn man jetzt mal Madeleine nimmt und Elsa, klar, beide haben natürlich Erfahrungen gesammelt, das macht was mit dir, aber der Stand ist genau derselbe wie vorher. Schade, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf euer Feedback, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare und checkt das Wiedersehen gerne komplett ab. Der Link dazu ist in der Infobox und wie gesagt, die Interviews in jedem Fall auch. Und dann verabschiede ich mich erstmal und sage bis zum nächsten Mal.